Ja, liebe Frau Steinbach, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein schönes Gefühl, als Österreicher hier in einer preußischen Festung sprechen zu dürfen. Nicht wahr? Das hat schon gewisse Assoziationen. Die Frage, ja, 100 Jahre Versailles. Ich folge einer alten akademischen Unsitte und beginne mit zwei Vorbemerkungen. Das erste Mal, ein Kollege von mir, in England lehrend, aber eigentlich ein russischer Fürst, hat unlängst bei einer der vielen Tagungen zum Jahr 1914 schon gesagt, hören Sie genau zu, wenn es ein Verbrechen war der Mittelmächte, den Ersten Weltkrieg zu beginnen, dann war es ein mindestens ebenso großes oder noch größeres, ihn zu verlieren. Und folgte, was eigentlich ganz logisch ist, denn dann wäre uns ganz Europa viel erspart geblieben, Hitler und Stalin inklusive. In einem siegreichen Kaiserreich hätte ein Plebejer wie Hitler nie die Chance gehabt, Führer und Reichskanzler zu werden. Ein siegreiches Deutschland hätte entweder Lenin nie im plombierten Zug nach Russland geschickt oder ihn dort nicht lange regieren lassen. Also, was wäre, wenn, kann man nie sagen, aber zumindest diese ganz konkreten Bösewichte wären uns in gestaltender Funktion wahrscheinlich erspart geblieben. Es gibt inzwischen übrigens auch deutsche Historiker, die ganz Ähnliches geschrieben haben. Allerdings, ich sage dazu, auch die lernen meist in England. Zufällig oder nicht. Das gesagt haben, also wir hätten ganz Europa wahrscheinlich wohl auch die sogenannten Siegermächte, hätten sich vielleicht leichter getan, wenn dieser Krieg schnell, so wie es geplant war, mit einem deutschen Erfolg geendet hätte. Das gesagt haben, sollten wir aber, glaube ich, einer Versuchung ausweichen, nämlich jetzt im Umkehrschluss sozusagen mit einer gewissen Häme oder mit oberflächlicher Kritik jetzt an den Siegermächten zu beginnen. Ja, ihr habt das und das und das und das falsch gemacht. Es gibt kaum etwas Peinlicheres, als wenn europäische Konservative, die auf ihre Traditionen jeweils mit Recht stolz sind, einander mit Argumenten bewerfen, die allesamt aus dem Arsenal der Linken stammen. Das passiert leider immer noch in Europa und wir versuchen bei all diesen nationalen Konflikten, die ja zur europäischen Geschichte und zur Vielfalt dazugehören, das ein wenig einzudämmen, indem wir sagen, lasst die Wissenschaftler über die Vergangenheit streiten und bewältigen wir zusammen jene Probleme, die in der nahen und ferneren Zukunft ja sehr geballt auf uns zukommen. Insofern jetzt Versailles, es hat einmal ein Engländer, Arthur Balfour, also großer Aristokrat, Cousin des Cecils, ne, über die großen drei, die Staatsmänner, die da in den Pariser Vororte Verträgen das große Wort führten, Clemenceau, Lloyd George, Wilson gesagt, bisschen so mit der Verachtung des Aristokraten für all diese Leute. Free all ignorant, all powerful man. Also drei Leute, die völlig ahnungslos, aber ganz allmächtig waren. Naja, das stimmt, das ist ein schönes Zitat natürlich, aber es stimmt in der Form wohl so nicht. Erstens einmal die Frage, waren Sie gar so ignorant? Die Frage ist immer, was weiß man, sondern was interessiert einen auch? Wir werden darauf kommen, viele der Regelungen, die in Versailles und bei den Vororteverträgen getroffen wurden, haben die eigentlichen Entscheidungsträger nur sehr peripher interessiert. Und das andere ist, diese drei waren auch nicht so allmächtig, wie sie getan haben oder für wie man sie hielt. Viele Teile dessen, was in Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly und so weiter beschlossen wurde, das war ein ganz konkretes Vorhaben, jetzt die geschlagenen Mächte ein wenig zu reduzieren, neue Grenzen festzulegen, die Beute zu verteilen. Eine neue Weltordnung, das sind immer so Erfindungen von gelangweilten Journalisten. Da kommen alle 2 Wochen irgendwo eine Rede und das ist eine neue Weltordnung. Überhaupt nicht. Das war keine neue Weltordnung. Wir werden sehen, diese Ordnung von Versailles hat schon in Europa ein Loch, weil nämlich der ganze osteuropäische Komplex hier überhaupt nicht wirklich einer Lösung zugeführt wurde. Also neue Weltordnung war das nicht. Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ist natürlich ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Es könnten fast Österreich-Ungarn mit einer gewissen Hybris in Anspruch nehmen, dass wir das als Erste sozusagen in die Schlacht geworfen haben, nämlich tatsächlich in die Schlacht. Bereits am ersten Tag des Krieges gegen Russland rüsteten die Österreicher eine polnische Legion aus, die da
Quasi-Irredentisten, die Russen hätten sie gesagt Terroristen, als Freiwillige in Russland einmarschierten, um die polnische Unabhängigkeit gegen Russland auszurufen. Waren dann ein bisschen beleidigt, als sie feststellten, diese Leute sind gar nicht so austrophil, wie sie geglaubt haben. Aber das heißt, das geht von allen Seiten aus, um den Gegner zu destabilisieren. Die Mittelmächte haben als erste dann auch die Unabhängigkeit Polens verkündet, wie wir alle wissen, im November 1916. Das haben sich die Entente-Mächte damals natürlich nicht getraut, weil Russland ja noch ihr Verbündeter war. Und diese 14 Punkte von Wilson, ein penibler österreichischer, besser ungarischer Außenminister hat dann nachgezählt, bis zum November 18 waren es dann schon 22 Punkte. In diesen 14 Punkten Wilsons, das ist eine reine Reaktion darauf, dass beim Frieden von Brest-Litovsk, also so Lenin und die Mittelmächte einen Sonderfrieden schließen, beide sich dieses Slogans des Selbstbestimmungsrechts bedient haben und daher, dann wurden die Westmächte eingeladen, sich doch an diesem Friedenskongress zu beteiligen. Das wollten sie naturgemäß nicht, weil damals also die Konjunktur für die Deutschen sprach und sie die amerikanische Hilfe abwarten wollten. Und jetzt mussten sie ihren eigenen Leuten ein wenig erklären, warum sie dieses Friedensangebot nicht annehmen. Und da waren vollmundige Erklärungen gefordert. Und darum haben sowohl Lloyd George am 5. Jänner und dann Wilson am 8. Jänner eben Erklärungen losgelassen, was sie hier meinen. Und in diesen 14 Punkten ist so eine herrliche Formel über die Völker, die Subject Nations sozusagen, der österreich-ungarischen und der osmanischen Monarchie. Sie sollen die freiestmögliche Entwicklung und Entfaltung zur autonomen Entwicklung haben. Da ist nichts von Unabhängigkeit, das ist so ein schwammiger Paragraph, den können Sie so und so auslegen. Das Einzige, was klar war, die Westmächte haben nachgezogen, gesagt, wir sind jetzt auch für die polnische Unabhängigkeit, weil die Russen interessieren uns nicht mehr. Also Selbstbestimmungsrecht war eine Phrase, die als propagandistisches Kampfmittel hereingeworfen wurde. Das war nicht ein Kriegsziel, das war nicht eine neue Weltordnung von irgendjemandem. Das war eine Notwendigkeit der amerikanischen Öffentlichkeit, idealistische Ziele zu präsentieren für einen Krieg, der ja doch von ihr sehr weit entfernt geführt wurde. Und wenn Sie dann anschauen, was passiert dann bei diesen Friedensverträgen? Das Selbstbestimmungsrecht wird natürlich sehr selektiv jetzt in Anspruch genommen. Und es gibt durchaus jetzt eine Reihe von Punkten, wo dieses Selbstbestimmungsrecht gröblich missachtet wurde. Sie haben also zum Beispiel, um nur drei Beispiele zu nennen, die so aus dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie resultieren, Sie haben 3 Millionen Sudetendeutsche, die gegen ihren Willen unter die Tschechoslowakei kommen. Sie haben 2 Millionen Ungarn, Säckler und andere, die in Rumänien jetzt sitzen, zum Teil heute noch. Und Sie haben 3-4 Millionen Ukrainer, die mit einem gewissen, nie klar definierten Sonderstatus gegen ihren Willen in Polen landen. Vom Rest der Ukraine, im Sowjetunion mal ganz abgesehen. Das heißt, Sie haben eine Reihe, ich nenne jetzt nur diese drei sozusagen markanten, weil auch zahlenmäßig größten Probleme, Fälle, wo das Selbstbestimmungsrecht nicht respektiert wurde. Wenn Sie jetzt hinter die Kulissen schauen, was geht in diesem Friedensvertrag vor, wer hat diese Bestimmungen getroffen, so kommen Sie drauf ganz einfach. Das sind alles französische Wünsche aus dem klaren Impuls heraus. Frankreich hat diesen Krieg nicht wirklich gewonnen. Frankreich ist von den USA vom Galgen geschnitten worden. Frankreich hat Deutschland in Europa immer nur dann die Waage halten können in diesen letzten Jahrzehnten, wenn es ein Bündnis mit Russland hatte. Der tschechoslowakische erste Ministerpräsident Karel Kramáš hat das sehr schön noch in diesen Umbruchstagen 18 seinen französischen Freunden gesagt. Ihr macht euch was vor, wenn ihr glaubt, dass ihr den Krieg gewonnen habt. Ihr habt den Krieg erst dann gewonnen, wenn ihr den Zaren oder das Zarenreich reinstalliert. Weil dann habt ihr einen Verbündeten im Osten, sonst nicht. Und jetzt versuchen die Franzosen halt Substitute zu finden. Irgendwas bei einem Verbündeten im Osten zu kreieren und zu stärken, der dieses verloren gegangene russische Bündnis irgendwie ersetzen kann. Und da kommen sie auf Tschechoslowakei, da kommen sie auf Polen. Drum müssen die so groß wie möglich werden. Die Engländer haben das von vornherein nicht mitgetragen. Nur war es ihnen keinen Konflikt mit den Franzosen wert. Es gab genügend Punkte, wo man mit den Franzosen gestritten hat, Nahe Osten und weiß der Teufel was, aber darüber wollte man nicht streiten. Aber die Engländer waren sich von vornherein im Klaren, dass diese Regelungen wahrscheinlich nicht lange halten werden. Und sie haben dann immer nur so sotto voce sozusagen den Leuten gesagt,
macht mal mit, das wird sich alles ändern. Also die Österreicher wollten euch den Anschluss, Franzosen haben ihn verboten, Lloyd George gab den Österreichern den guten Rat, der kommt ja ohnehin irgendwann, aber jetzt haltet mal ein bisschen den Mund, damit Ruhe ist. Mund halten ist oft eine gute Idee. Oder etwa, die Engländer haben von vornherein gesagt, der polnische Korridor, also die Frage, die dann wirklich so im Raume stand, die ganze Zwischenkriegszeit, ist ein Unsinn. Und das ist keine Frage des Appeasement, das ist eine Sache, die Chamberlain, und zwar wohlgemerkt Austin Chamberlain, nicht Neville Chamberlain, bereits 1925 mit dieser klassischen Phrase einbegleitet hat, der polnische Korridor, sage ich offen, ist nicht die Knochen eines einzigen britischen Musketiers wert. Bismarcksche Formel. Das heißt, das war von Anfang an klar, dafür würde England nie kämpfen. Der Locarno-Vertrag war dafür da, um die Franzosen von all diesen osteuropäischen Allianzen eher abzuwerben. Zu sagen, ihr habt ein bisschen Sicherheit auch so, ihr braucht das eigentlich gar nicht. Als der französische Militärattaché sich dann 1932 beim Marschall Pilsudski vorstellte, sagte ihm Pilsudski damals schon offen ins Gesicht, nous voulons abandonner, sie werden uns im Stich lassen. Natürlich, was sollen die Franzosen auch in Osteuropa? Haben ihnen die Engländer immer gesagt, östlich des Rheins geht uns eigentlich nicht an. Und dann kommen noch die USA, die überhaupt von vornherein gesagt haben, wir sind in diesen Krieg hineingeschlittert, hineingezogen worden, wie auch immer, wir wollen mit Europa jetzt nichts mehr zu tun haben. Die große Frage war ja, ob als Ersatz für das russische Bündnis jetzt eine Garantie Frankreichs durch die USA erfolgen wird. Die USA haben das komplett abgelehnt, unter anderem, weil Wilson die Republikaner nicht recht eingebunden hat in diese Beratungen. Aber völlig klar, der sogenannte Isolationismus, bisschen ein fragwürdiger Terminus, aber bitte, die USA machen das nicht. Das heißt, diese Friedensordnung ist von Anfang an, steht die auf sehr wackeligen Beinen. Weil auch die Sieger nicht wirklich hinter den Bestimmungen stehen, die in diesem Vertrag verankert wurden. Jetzt muss man nur aufpassen. Wir würden uns jetzt die Sache vielleicht zu leicht machen, zu sagen, seht her, das und das und das waren eindeutig falsche, wieder die selbst beschlossenen Prinzipien verkündeten Punkte, deswegen musste die Sache schiefgehen. So einfach ist es nicht. Wenn Sie gerade die von mir angesprochenen Punkte anschauen, Sudetendeutsche, Szekler in Rumänien, Ukrainer in Galizien. Alle drei Fragen wurden in den 30er, Anfang der 40er Jahre gelöst, mit oder ohne Anführungszeichen, gelöst sicher unter Androhung von Waffengewalt, Sudetenkrise etwa, aber ohne, dass es deshalb zu einem Krieg kam. Münchner Vertrag, Wiener Schiedsspruch, es gab gar keinen Krieg. Also als Kriegsursache fallen all diese Missachtungen des Selbstbestimmungsrechts weg. Wenn es sozusagen eine direkte Kriegsursache gibt, die aus diesen Versailler Verträgen oder allgemein den Pariser Vorort-Verträgen resultiert, aber da begäbe man sich auf ein Terrain, das heute noch ein Minenfeld ist, dann wäre es wohl im Nahen Osten zu suchen. Da haben wir die Kreation von Kunststaaten oder Kunstgebilden, die auf der Landkarte höchst kompakt aussehen, wie Syrien oder der Irak, die aber ethnisch-konfessionell ein wahnsinniger Fleckenteppich sind, die nie vorher wirklich zusammengehört haben und wo sich durch die Zufall oder Umstände ergeben hat, dass irgendwelche konfessionell-ethnischen Minderheiten seit 100 Jahren dort das Regiment führen. Das führt zu einer Instabilität, die gerade jetzt in Bürgerkriegen etc. eskaliert ist. Aber das hat mit dem europäischen Gleichgewicht wenig zu tun. Also man kann nicht so einfach die Schlussfolgerung ziehen, weil das Selbstbestimmungsrecht missachtet wurde. Ne? Jedes Übel rächt sich, deswegen ist es zusammengebrochen. So einfach ist es nicht. Warum ist diese Ordnung zusammengebrochen? Da muss man ein wenig, da muss man nicht Anhänger des historischen Materialismus sein, aber doch ein wenig sozusagen auf das zurückgreifen, was die Engländer nennen, the profound force ist, nicht wahr? Die großen sozusagen Gewichte, die dahinter stehen. Es hat sich mit dem europäischen Gleichgewicht, das ja seit den Tagen Friedrichs des Großen so zu einer Balance von 5 mehr oder weniger gleich großen Mächten führte, hat sich seit der industriellen Revolution wahnsinnig viel geändert. Da hat sich eine ganz eigene Dynamik ergeben. Ich reiß das nur an mit ein paar kurzen Daten, ohne sie mit Statistiken jetzt zu überhäufen.
Zum Zeitpunkt der Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck, 1870-71, war die Bevölkerung und die Stahlproduktion des neu geeinigten Deutschen Reiches und Frankreichs ungefähr gleich. 40 Millionen Einwohner, 500.000 Tonnen oder so, ne, Stahl. 1914 hatte Deutschland 65 Millionen, Frankreich immer noch 40, demografische Entwicklung, ökonomische Entwicklung, Deutschland produzierte viermal so viel Stahl wie Frankreich. Der Erste Weltkrieg, die Entscheidung des Ersten Weltkriegs lässt sich in zwei Statistiken schön fassen. Deutschland produziert so viel Stahl wie der Rest Europas zusammen und die USA produzieren so viel Stahl wie der Rest der Welt zusammen. Daraus ergibt sich völlig klar, warum zuerst die Deutschen gewinnen und zum Schluss verlieren. Das ist eine ganz einfache Statistik. Bisschen reduziert, aber so ist es. Und wenn Sie das jetzt bedenken, dass durch die wirtschaftliche Entwicklung die Balance einfach ins Trudeln gerät, das war im 18. Jahrhundert nicht so. Da konnte man sozusagen mächtiger nur werden, indem man Land erobert hat. Deutschland wird zwischen 1870 und 1914 sehr viel mächtiger, ohne dass es ein Quadratmeter Land dazu gewinnt. Im Gegenteil, das, was Deutschland mächtig macht, Ruhr und Oberschlesien, war sogar vor 1866 schon preußisch. Da braucht es nicht einmal die deutsche Einigung. So war das. Und dann kommt natürlich Russland. Russland mit enormen Ressourcen, wenn die mal erschlossen sind, mit einer riesigen Bevölkerung gepaart, dann wird Russland natürlich ebenfalls eine Weltmacht sein. Und jetzt schauen Sie bei dieser Ordnung von Versailles, wer steht hinter ihr? Das europäische Mächtesystem, die fünf Mächte sind zusammengebrochen. Das hat sich differenziert in Weltmächte oder potenzielle Weltmächte. Das ist ganz eindeutig weit vorab die USA. Das waren sie de facto immer schon, nur haben sie es nie ausgespielt, dieses Potenzial. Dann haben sie das britische Empire, immer noch sozusagen the pink quarter of the globe, nicht wahr? Ein Viertel der Weltkarte ist rosa eingefärbt, mit Indien als sozusagen dem großen Juwel in der Krone. Ja, das ist auch noch eine Weltmacht. Dann haben sie Japan als eine Macht, die zwar kleiner ist, aber die, weil sie ziemlich isoliert im fernen Osten sitzt, ohne nahen Konkurrenten, ebenfalls sehr zu beachten ist. Und dann haben Sie zwei potenzielle Weltmächte, die im Vertrag von Versailles einfach missachtet werden, nämlich Deutschland und Russland. Und das Resultat des Ersten Weltkriegs war keine eindeutige Niederlage Deutschlands. Das muss man immer sagen. Den individuellen Deutschen, die also von dieser Höhe des Frühjahrs 1918, als wir alle noch geglaubt haben, wir gewinnen, dann in diese Depression fallen, dass plötzlich im Oktober, November alles vorbei ist, nach all diesen Anstrengungen. Das ist ein Schock. Dann kommt Revolution, Inflation und so weiter. Also die deutsche Gesellschaft, der deutsche Bürger muss einiges durchmachen. Aber bitte, strategisch hat Deutschland den Ersten Weltkrieg nach wie vor gewonnen. Man kann das nicht oft genug betonen. Deutschland stand immer zwischen Frankreich und Russland, das tut es jetzt nicht mehr. Russland, sein ärgster Konkurrent auf lange Sicht, hat viel mehr verloren im Ersten Weltkrieg als Deutschland. Deutschland hat 10% seiner Bevölkerung in Europa verloren und die Kolonien. Für den Verlust der Kolonien kann man wirklich nur Gott auf Knien danken. Stellen Sie sich vor. Was der Finanzminister wusste das damals schon, ich meine, alle defizitär. Die Russen haben ihre entwickelten Gebiete verloren. Polen, Baltikum, Finnland. Beinahe noch die Ukraine, die sie dann zurückerobert haben. Russland ging durch einen jahrelangen Bürgerkrieg, noch bis zum Jahr 22. Russland fiel dann eben dem Bolschewismus anheim. Das war dadurch völlig isoliert weltweit über lange Jahre. Das heißt, Russland hat viel mehr verloren als Deutschland. Wenn Sie also auf Seiten quasi der Entente der Meinung wären, dass Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg zu mächtig war, das, was die Historiker oft nennen, eine halbhegemoniale Position in Europa, dann hätte man müssen von Deutschland weg zugunsten seines nächsten Rivalen, das sind nun mal die Russen, umverteilen. Das Gegenteil ist passiert. Deutschland war vorher immer in der Gefahr des Zwei-Fronten-Kriegs. Berühmtes Bismarck-Zitat, als es um Kolonien ging, diesen Pionier hereingeholt. Sehen Sie, hier sind wir, hier ist Frankreich, hier ist Russland, das ist meine Karte von Afrika. Weil das interessiert mich nicht, Afrika, mich interessiert das. Das gibt es nicht mehr. Deutschland steht zwischen Frankreich und Polen. Aber Polen steht zwischen Deutschland und Russland. Es wird den Deutschen immer möglich sein, entweder mit Polen gegen Russland oder mit den Russen gegen Polen zu gehen. Da ist im Osten keine wirkliche Gefahr mehr.
Deutschland hat den Krieg strategisch gewonnen. Der deutsche Sieg im Osten 1918 bei Pestitowsk, der ist nicht durch Versailles rückgängig gemacht worden. Sie sehen das bis heute. Ich meine, wenn Sie auf die Landkarte schauen, die Ordnung von Pestitowsk ist heute wieder abgebildet. Die baltischen Staaten, Finnland, wo noch deutsche Befreier gefeiert werden, sonst wohl kaum wo, Ukraine, gibt es alles wieder. Die Kreationen von Versailles, Saint-Germain, Tschechoslowakei, Jugoslawien, finden Sie nicht mehr. Also da hat sich langfristig sozusagen dieser deutsche Erfolg im Osten nach wie vor niedergeschlagen. Das heißt, diese fünf Weltmächte oder potenziellen Weltmächte, die stehen, wer steht von denen hinter dem Friedensschluss? Deutschland und Russland nicht, die sind beide ausgegrenzt, haben daher auch einen gewissen Anreiz, Rapallo und vieles andere in gewissen Fragen miteinander zu arbeiten, bis hin zur Reichswehr, die da in Russland dann aufrüstet. Die USA haben sich verabschiedet. Japan ist beleidigt, weil es nicht das bekommen hat, was es wollte, ist auch weg. England ist halbherzig dafür, mit all den Modifikationen und Mentalreservationen, die ich Ihnen angedeutet habe. Das heißt, wer steht hinter dem Friedensvertrag? Zwei Mächte zweiter Ordnung, Balfour sagte boshaft dritter Ordnung, Frankreich und Italien. Und Frankreich und Italien sind noch dazu Rivalen. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das ist vollkommen klar. Daher auch die ganzen französischen Allianzen in Osteuropa. Hier ist ein Land, das selber nicht sicher ist, das versucht, andere, noch unsicherere Länder zu garantieren. Klappt nicht. Bis hin zur Frage, englischer Historiker hat das mal so schön ausgedrückt, die Maginot-Linie, große französische Befestigungswerk, schützte Frankreich, aber Deutschland noch viel mehr. Weil man garantiert sein konnte, wenn die Franzosen so ein riesen Befestigungswerk bauen, werden sie im Kriegsfall nicht draus weggehen. Das heißt, da war völlig klar, sie würden auch im Fall eines Konflikts in Osteuropa eben nicht intervenieren. Wie Pilsudski gesagt hat, sie werden uns im Stich lassen. De facto war das so, wenn auch nicht de jure. Das heißt, das ist der Grund, warum diese Ordnung des Ersten Weltkriegs von vornherein brüchig war. Und all die Erfolge, unter Anführungszeichen, die Hitler hatte in den ersten Jahren, sind ja nicht auf sein diplomatisches Genie zurückzuführen, bei Gott nicht, sondern die lagen eben in der Luft. Das war seit langem da, dass man sagte, diese ganzen Änderungen von Rüstungsbeschränkungen und so weiter, Reparationen bis hin zu manchen Grenzkorrekturen, das haben die Engländer von vornherein zur Disposition gestellt. Das war klar, dass das gekommen wird so. Jetzt noch, schauen wir auf die Uhr. Ja, wir dürfen über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Ich habe ohnehin die Doppelration, ich darf 40 Minuten reden. Also, zwei Ergänzungen noch. Die Rolle der USA. Die USA haben ja ein bisschen das Pech, Deutschland hatte das lange Zeit auch, wenn sie Top Dog in einer gewissen Ordnung sind, dann sind sie an allem schuld. Ob sie auch wirklich schuld sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Dann gehen alle auf sie los. Was war die Rolle der USA 1918? Erstens mal eine sehr geringe. Ab und zu hat Wilson irgendwie seinen Einfluss geltend gemacht, gegen die Italiener zum Beispiel, im Falle Kärntens Gott sei Dank zusammen mit den Italienern für uns, aber war eine Ausnahme. Das, was die USA wirklich machen, und das ist völlig legitim und verständlich, aber war sehr fatal. Sie wollen ihr Geld wieder haben. Weil die USA haben ja den Krieg, den Sieg der Alliierten finanziert. Ohne den Kriegseintritt der USA, das ist das Fatale an dieser deutschen Entscheidung zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg 1916-17, wäre die Entente im Frühjahr 17 pleite gewesen. Es gibt das schöne Zirkular der Federal Reserve Bank, die auch meist missverstanden wird, sehr stark vom Bankier Warburg, der ein gebürtiger Deutscher war, initiiert, wo im November 16 den amerikanischen Banken erklärt wird, die Zeichnung von britischen Schatzscheinen liegt nicht mehr im Interesse der USA oder der Anleger. Wenn Sie das verdauen, ist die Entente bankrott. Davor hat leider Gottes Deutschland die Entente gerettet. Bis zu diesem Termin 16 hatten die USA all die Schulden, die sie in einem Jahrhundert des kontinentalen Aufstiegs angesammelt haben, abgezahlt, durch Lieferungen an die Entente. Was sie ab dem Kriegseintritt der Entente gegeben haben, waren Kredite. Die haben sie nie wieder gesehen. Die wollten sie aber natürlich wiedersehen. Und jetzt kommt dieses Werk der Reparationen in Gang, dass man sagt, die Deutschen sollen zahlen. Der französische Wahlslogan, l'Allemand payera tout. Das war für die Österreicher gut. Wenn jemand gesagt hätte, die Österreicher zahlen alles, hätten alle nur gelacht. Mussten also nicht. Wenn jemand gesagt hätte, die Russen zahlen alles, dann wären die Eier und die Tomaten geflogen.
weil der französische Investor hat ja 20 Millionen Frauen in Russland investiert, die nach der bolschewistischen Revolution waren all diese Scheine zum Tapezieren geheimer Räume nur mehr da. Also die Idee, all diese Verluste, Deutschland trägt das. Nicht wirklich für die Kriegsschäden, die zwar enorm waren in Frankreich, sondern die Deutschen zahlen Reparationen, damit die Franzosen ihre Schulden bei den Engländern und die Engländer ihre Schulden bei den Amerikanern zahlen können. Die Engländer haben dann den Vorschlag mal gemacht, wie der Balfour, der sagte, die Verbündeten schulden uns mehr, als wir den USA schulden. Aber wenn alle darauf verzichten, verzichten wir auf das auch. War leicht zu sagen, weil der Großteil war von Russland, war ohnehin nichts mehr zu erwarten. Amerikaner haben gesagt, nein. Und daher kommt, ich meine, das ist völlig verständlich von den USA, die gesagt haben, das waren kommerzielle Kredite, die wollen wir wieder haben. Aber jetzt kommt dieses Reparationskarussell. Das heißt, Deutschland muss enorme Summen zahlen, wenn Sie bedenken, so eine riesige Kriegsmaschinerie, ne, für die halbe Welt, was das alles kostet. Jetzt kommt das sogenannte Transferproblem. Wie kann eine Volkswirtschaft einer anderen reell solche Riesensummen geben? Sie können natürlich Reichsmark drucken, das bringt gar nichts. Oder, wenn Sie wirklich was zahlen wollen, müssen Sie zuerst einen enormen Zahlungsbilanzüberschuss erwirtschaften, dann können Sie den Überschuss hergeben. Das heißt de facto, um zahlen zu können, muss Deutschland ganz Europa niederkonkurrenzieren. Dann können Sie zahlen. Das ist auch nicht ganz das, was die Franzosen wollen, ne? Weil dann ist Deutschland de facto natürlich noch stärker. Transferproblem. Sie können das Transferproblem jetzt ein wenig umgehen. Die Finanzwirtschaft kennt ja da Mittel und Wege, Sonderzahl. Sie können diese Summe der Reparationen kapitalisieren, wieder durch einen Kredit decken und Deutschland muss dann de facto nur mehr die Zinsen zahlen. Dann wäre das Ganze in Proportionen, die einigermaßen operationalisierbar sind. Nur, wo finden Sie Anleger, die das kaufen, im Vertrauen darauf, dass Deutschland ewig die Zinsen zahlen wird? Das geht nur, wenn Europa total befriedet ist. Dann sind diese Sicherheiten da. Diese Sicherheiten gibt es eben nicht. Darum kann das Ganze nicht stattfinden. Das heißt, das ist ein ewiger Kreislauf von immer neuen Schwierigkeiten, die sich mit den Reparationen ergeben, die das gesamte Weltwährungs- und Wirtschaftssystem der Zwischenkriegszeit enorm destabilisiert haben. Das ist eine Gefahr, man soll mit Lehren aus der Geschichte sehr vorsichtig sein, aber wenn sozusagen ein riesiger Überhang an Forderungen im Raum steht zwischen verschiedenen Staaten und Volkswirtschaften, dann ist das destabilisierend. Mehr sage ich nicht. Das könnten uns heute Beispiele denken, aber das lassen wir mal. Das ist das Problem gewesen. Und das spielt natürlich eine große Rolle auch für die Reaktion der Zentralbanken und aller anderen auf die Weltwirtschaftskrise. Weil wir haben ja in der Abfolge der Weltkriege diesen für den Eindruck auf die Mitlebenden enorm wichtige Umstand. Deutschland hat im Ersten Weltkrieg einen halben Sieg errungen, aber es landete danach in der Inflation und der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, Deutschland hat vielleicht strategisch gewonnen, den Deutschen ging schlecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland als Staat eine Niederlage erlitten, wie sie vorher noch nicht da war, aber zumindest die Hälfte der Deutschen, die diesseits des Eisernen Vorhangs landete, wurde mit Marshallplan aufgepäppelt und landet im Wirtschaftswunder. Dementsprechend sind die Reaktionen. Und das ist wichtig für die Zwischenkriegszeit. Da hat dieses Reparationsproblem eine große Rolle gespielt. Und dann, weil im Titel meines Vortrags, glaube ich zumindest in der Originalversion, auch noch die Abrüstungskonferenz vorkam, ein kurzer Exkurs zur Frage Abrüstung noch. Diese neue Weltordnung unter Anführungszeichen, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, wurde quasi fixiert in den Washingtoner Flottenverträgen. Da wurde nämlich gesagt, wie die Hackordnung der Weltmächte in Zukunft auszusehen hat. Und die war so. USA und das britische Empire dürfen je 15 Schlachtschiffe haben. Japan darf 9 haben. Von Deutschland und Russland ist keine Rede. Die sollten gar nichts haben. Die haben dann Pocket Battleships gebaut. Und Frankreich und Italien, die eigentlichen quasi Paladine des Sieges, je 5. Da sehen Sie, wie sehr die eigentlichen Siegermächte quasi im Kreis der Weltmächte schon zurückgefallen waren. Und natürlich das Spannende ist, hier wurden Schlachtschiffe begrenzt. Von Flugzeugträgern der Waffe der Zukunft hat niemand gesprochen. Das ist eben das Problem bei Abrüstungsverträgen. Man rüstet immer das ab, was ohnehin bald obsolet wird. Also wir rüsten Piken und Musketen ab. Das ist ja schön, das trifft die Museen. Und Sie haben auch
natürlich bei den Bedingungen für Deutschland, ne? Ist ja nicht dumm, aber eben, wenn man sich immer daran orientiert, den letzten Krieg zu gewinnen, ist der nächste vielleicht nicht gut vorbereitet. Ne? Man hat Deutschland vorgeschrieben, 100.000 Mann Berufsarmee. Und dann haben die Franzosen aber, haben ja schon einmal was gewonnen, nämlich unter Napoleon, sich gedacht, ja, was haben die Preußen damals gemacht? Die hatten auch eine Beschränkung, ich glaube 40.000 Mann damals Preußen. Und die haben das Krümpersystem eingeführt, dass sie also sehr rasch immer neue Leute eingezogen, ausgebildet haben, wieder heimgeschickt haben, neue eingezogen und so weiter. Darum gab es eine Bestimmung in den Friedensverträgen, die dann auch auf Österreich und Ungarn Anwendung fand, dass die Leute in dieser Berufsarmee mindestens 6 Jahre dienen müssen und maximal 3% pro Jahr, glaube ich, oder vielleicht waren es 5, darf ausscheiden. Also das sind halt die wirklich Kranken und Toten. Ne? Aber mehr darf nicht, weil ansonsten könnte ja das Grundsystem wiederkommen und man könnte enorme Massen von Leuten ausbilden. Naja, das Resultat war, diese 100.000 6 Jahre Dienenden waren der perfekte Kader für die neu entstehende Wehrmacht. Ne? Wiederum alles falsch. Ne? Weil eben der Zweite Weltkrieg nicht mehr mit Massenarmeen so sehr geführt wurde, sondern ein Hightech-Krieg war. Und da waren diese gut ausgebildeten Unteroffiziere das, was man brauchte. Ne? Also auch das wiederum. Oder Rüstungszyklen, das ist auch eine Sache, die mit der industriellen Revolution kommt. Zu Zeiten Friedrichs des Großen war klar, worin Rüstung besteht. Sie haben dementsprechend viele Soldaten, die müssen sie durchfüttern. Und damit die nicht zu viel kosten, werden sie im Frieden angehalten zu spinnen. Also nicht spinnen wie unsere Politiker, sondern spinnen wirklich so, ne? Textil. Ja, im 20. Jahrhundert ist das anders. Ne? Da gibt es Rüstungszyklen und daraus entsteht auch diese gewisse Tendenz, wenn ein Rüstungszyklus gerade so steht, dass ich momentan besser dastehe als der Rivale, dann ist eine gewisse Anreiz gegeben, einen Präventivkrieg zu führen. Hm? Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo zumindest die Generalstäbe völlig legitimerweise überlegen und ihren Politikern sagen, wenn es Kriegsgefahr gibt, dann bitte jetzt, weil in ein paar Jahren ist es anders. Und auch die Reaktion auf Hitlers Machtergreifung war in dem Sinne für die Franzosen kontraproduktiv, weil die Franzosen haben sofort 34 begonnen zu rüsten. Das hieß, dass all die Flugzeuge, die sie damals gebaut haben, 38 nicht mehr einsatzfähig waren. Hm? Die Deutschen haben das Risiko eingegangen und haben nicht gerüstet gleich und kamen dann mit den modernen Typen heraus. Das heißt, dieser Rüstungszyklus, und wir haben das natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg mit der Nuklearrüstung sozusagen in viel verfeinerter und wichtiger, das ist etwas, was die Lage zunehmend destabilisiert. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu rüsten? Das weiß, und das ist sozusagen das Unfaire daran, der Angreifer, der Aggressor am ehesten. Der weiß, wann der Krieg beginnt. Der Verteidiger weiß das nie. Und dann ist die Frage, wann rüstet der Verteidiger? Sehr, sehr schwierig. Der Zweite Weltkrieg, neben allem, was natürlich da mitschwingt, dass also in den beiden sozusagen ausgegrenzten Weltmächten, Deutschland und Russland, jetzt sehr unberechenbare totalitäre Bewegungen die Macht ergriffen haben, ist nicht zuletzt deswegen ausgebrochen, in der Art und Weise, wie er ausgebrochen ist, nicht wegen des polnischen Korridors, das war eine vorgeschobene Sache, zum Teil deswegen, weil Polen eben weder sich als deutscher noch als russischer Juniorpartner deklarieren wollte und dann Gefahr lief, dass die beiden eben gegen Polen zusammenarbeiten. Aber vor allem auch deshalb, nämlich in der Form, wie er ausbricht, weil die Abschreckung nicht funktioniert hat. Wenn Sie die Situation des Herbst 39, Beginn des Zweiten Weltkriegs hernehmen, der ein bisschen, de Gaulle hat das gesagt, Teil eines 30-jährigen Krieges in Europa ist, von 1914 bis 1945, als de Gaulle das sagte, war noch gar nicht klar, wann dieser Zweite Krieg endet, dann war es ein Scheitern der Abschreckungsstrategie. Hitler glaubt mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt, er hat die Russen hinter sich, die Engländer werden kapieren, da ist nichts mehr zu machen. Die Engländer sagen, mit der Blockade rüsten wir jeden Gegner in 3 Jahren zu Tode. Geht nicht. Beide glauben, sie haben eine Abschreckungskulisse, die den Gegner, wenn er nur nachdenkt, doch zum Nachgeben bewegen muss. Beide haben Unrecht. Das ist der Grund, warum in genau der Situation der Zweite Weltkrieg ausbricht. Man kann durchaus sagen, Hitler hätte ihn irgendwann sonst vom Zaun gebrochen. Kann schon sein. Aber in der konkreten Situation haben aus nachvollziehbaren Erwägungen beide Seiten den Eindruck, der andere muss ja nachgeben. Gleichzeitig haben beide Seiten, das ist auch eine Wirkung des Wettrüstens, beide können das Wettrüsten, das Deutschland und England damals betrieben haben und das wahnsinnig kostenintensiv, vor allem bei der Luftrüstung ist, was die Engländer sehr beunruhigt hat, beide können das Wettrüsten so nicht mehr durchhalten.
Der Unterschied ist vielleicht, den Engländern war das klar, da gibt es einen Bericht des Schatzkanzlers vom Frühjahr 1939, der sagt, das geht so nicht weiter. In Deutschland ist man nicht sicher, ob Hitler das wirklich zur Kenntnis genommen hat, weil er auf Schacht nicht mehr hörte. Aber prinzipiell, beide können sozusagen nicht mehr Business as usual betreiben. Daher liegt für Hitler möglicherweise der Ausweg in den Krieg nahe. Und auch England sagt, wenn es nicht anders geht, dann besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Einen kalten Krieg, eine Rüstungsspirale kann sich das britische Empire nicht mehr leisten. Das ist der Beitrag des Wettrüstens zur Destabilisierung der internationalen Beziehungen. Jetzt könnte man, all diese Lehren aus der Geschichte sind sehr hypothetisch, natürlich sagen, was ist die Lehre aus der Geschichte? Sind wir dankbar der Atombombe? Weil nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Abschreckung funktioniert. Ganz primitiv mit dem System der Mutual Assured Destruction, also ganz klar, wenn die Weltmächte Krieg führen, ist alles aus. Dann mit einem sehr viel diffizileren Kalkül, was also jetzt spezielle strategische Fragen betrifft, aber die Abschreckung hat funktioniert. Das, was sie 14 und 39 nicht getan hat. Es konnte sich mit dem Computermodell jeder ausrechnen, was passiert, wenn ich auf den berühmten Knopf drücke. Das ist berechenbar. Das war es 1914, 1939 ganz offenbar nicht. Mit einem Grund, warum damals Kriege ausgebrochen sind und warum wir einen großen Krieg, der alles zerstört hätte, aber der, warum wir den seither nicht hatten. Also das ist eine Frage der Abrüstung. Aber mit Abrüstung im klassischen Sinn, dass wir das oder jenes reduzieren, das ist eine Frage, die zwar den Finanzminister freut, weil der nicht mehr diese ganzen Leute bezahlen muss und nicht mehr das ganze Gerät anschaffen, was aber wahrscheinlich für die internationalen Beziehungen relativ wenig Erfolg hat, weil das, was gerade in Entwicklung ist und was neu kommt, das kann ich noch nicht abrüsten. Das war ja der Grund, warum das Sowjetsystem zusammenbrach. Ich kann nicht im 5-Jahres-Plan befehlen, im Jahr 4 gibt es eine bahnbrechende Innovation. Die kann ich nicht planen. Das geht so nicht. Daher auch mit der Abrüstung, ich würde das nicht überschätzen. So, ich werfe wieder einen Blick auf die Uhr und komme langsam ans Ende meiner 40 Minuten. Damit zu einer ganz halbherzigen Conclusio. Was ist also das Resultat sozusagen Versailles, Pariser Vororte-Verträge? Verglichen mit vielen anderen Nachkriegsordnungen, etwa der Wiener Kongress 1815, das wurde oft gebracht, interessanterweise auch der Friede von Hubertusburg 1763, als Preußen endgültig als fünfte Großmacht akzeptiert war und bis zur Französischen Revolution dann Jahrzehnte des Friedens in Europa im Großen und Ganzen geherrscht haben, wenn auch zulasten Polens, das dabei aufgeteilt wurde, um den Frieden zu sichern. Das sind sozusagen Collateral Damage-Fälle, das gibt es schon. Aber hat natürlich die Ordnung von Versailles eine relativ geringe Lebensdauer gehabt. Und ich betone noch einmal, das ist nicht als moralisches Verdikt zu sehen. Ja, davon muss man sich hüten, jetzt zu sagen, die waren so böse und deswegen sind das alles auf den Kopf gefallen. Da hilft allein der Vergleich zwischen 1918 und 1945. Ne? Es sage mir niemand, die Ordnung von 1945 sei gerechter gewesen. Da sind Millionen vertrieben worden, da hat man die Minderheitenprobleme in einer Drastik und Robustheit brutal gelöst, die 1918 noch gar nicht einmal angedacht war, es sei denn im Ägäischen Konflikt, Griechen und Türken. Da ist die Hälfte Europas von einem totalitären oder Falle Rumäniens oder Ungarns gar nicht einmal totalitären System in das nächste totalitäre System geschmissen worden. Und zwar völlig ohne Rücksicht darauf, ob die Rote Armee und die Bolschewiken jetzt die Macht übernommen haben in Ländern, die auf deutscher Seite gekämpft haben oder gegen Deutschland. Völlig gleich. Ne? Die Ungarn, die Tschechen, die Polen, die Rumänen waren auf verschiedenen Seiten, sind alle eingemeindet worden in den Ostblock. Ne? Also sage niemand, diese Ordnung von 45 sei notwendigerweise gerechter gewesen. Da hätte ich die von nach 1918 schon vorgezogen. Zumindest wenn ich nach 45 jenseits des Eisernen Vorhangs zu sitzen gekommen wäre. Aber sie hat gehalten, weil die zwei Weltmächte dieser Zeit hinter dieser Ordnung standen. Zwar nicht in Einigkeit, sondern in Rivalität, aber dennoch, genau das hat die Sache quasi stabilisiert. Zwei Weltmächte standen hinter dieser Ordnung, und zwar vollkommen klar, was man riskiert, wenn man diese Ordnung in Frage stellt. Sie sehen das bei den Reaktionen etwa auf den Ungarnaufstand, wo die Amerikaner gesagt haben, tut uns leid, geht nicht. Radio Free Europe hat vielleicht ein bisschen anders getönt, aber
in Amerika war völlig klar, wir greifen da nicht ein. Ne? Und umgekehrt. Ne? Die Sowjets haben sicherlich alles Mögliche getan, um den Westen zu destabilisieren, aber sie haben da keine Panzer vorgeschickt. Ne? Das war stabil. Nach dem Ersten Weltkrieg war es deswegen nicht stabil, weil niemand mit entsprechendem Machtpotenzial ausgestattet hinter dieser Ordnung stand. Hm? Frankreich war dazu einfach nicht imstande. Daher ein gewisses sozusagen psychologisches Verständnis für die Versuche Frankreichs, irgendwo einen Halt zu finden mit den osteuropäischen Allianzen so hin und her in Europa, aber das war völlig klar, das ist eine Sache mit Ablaufdatum. Ne? Und daher, ich glaube, die große konservative Tugend ist es, dass man den Realitäten ins Auge zu sehen hat und das nicht mit ideologischen Schablonen zu behübschen. Hm? Wenn man den Realitäten ins Auge sieht, das war der Grund, warum 1918 die Neuordnung oder halt die damaligen Grenzen gescheitert sind, warum sie nach 1945 relativ lange Bestand haben. Es muss jemand mit dem entsprechenden Machtpotenzial hinter einer Ordnung stehen, um sie aufrechtzuerhalten. Ohne das wird es nicht gehen. Danke fürs Zuhören.